Was geht auf, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren und zu der letzten Folge Avatar Frontiers of Pandora. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Danke an alle Unterstützer und Supporter bei diesem Projekt. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, nochmal bei dem letzten Part gerne eine kleine Bewertung da lassen. Wir machen weiter. Wir sind ja beim letzten Mal hier stehen geblieben in dieser Traumwelt, sag ich mal. Und gucken nochmal, was uns jetzt hier erwartet. Und vor allen Dingen auch Richtung Finale. Vielleicht wird es ja nochmal ein bisschen spannender, ein bisschen größer aufgezogen. Ich erinnere mich. Es war aufregend, endlich die Sarantu zu treffen. Ich sagte mir, dass wir etwas Gutes taten. Doch es endete anders. Sehe den Weg nicht. Hilf mir. Entzünde die Signalfeuer für meine Erinnerung. So, schauen wir doch mal. Sagte, dass ich hier die Sarantu finde. Aber... Hey, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir wollen doch nur reden. Brauchen wir so viele Soldaten? Das ist unsere letzte Chance. Sie verstehen einfach nicht, was wir für ihre Kinder tun können. Es geht um die Kinder. Exakt. Wir können viel erreichen. Endlich. Wir helfen. Hier war es früher so schön. Und dann kamen wir. Junge, die sind alle in Trance hier, ey. Alle am Party machen, ey. Ist doch nice. Und das habt ihr zerstört, ihr scheiß Menschen. Die sind doch wirklich auf Droge da, ey. Aus meiner Vergangenheit. Schatten. Ich sehe sie. So viel Leid. Ich brauche mehr Licht. Nein! Lass mich mit ihnen reden! Was tust du denn? Lass sie nicht weg! Im Wald finden wir sie nie! Wamme Alepho! Wamme Alepho! Harding! Keiner darf raus! Ich gab immer vor, nichts zu wissen. Das war eine Lüge. Ich wollte Ruhm. Anerkennung. Um jeden Preis. Unser Traum wurde unsere Schande. Nein. Ahari. Ich musste mich auf euch konzentrieren. Die Kinder. Euch beschützen. Jetzt weiß ich, dass ihr vor uns Schutz brauchtet. Wir wollten die Schule. Das Programm. Also stahlen wir euch. Euer Clan war im Weg. Also töteten wir sie. Selbst dieser Tod wird mich nicht von dem Verbrechen entlasten, dass wir hier beginnen. Die Na'vi werden uns nie vergeben. Nie. Sie werden es nie erfahren. Hier, nimm das. Keine Sorge, Kleine.
Ich beschütze dich. Hey, ich habe eine wollte Idee. Anrufen. Begraben wir sie. Es. Begraben wir es. Ich nehme es. Tja. Hey, kein guter Zeitpunkt, ich weiß, aber ich brauch dich. Wir orten seismische Aktivitäten. Beben, mitten auf der Höhlenprärie. Beben? Das wird die Sacro sehr verstören. Ich befürchte, das hat was mit Mercers Daten zu tun, die von der großen Förderanlage stammen, die ich beim Bombardement verloren habe. Anka glaubt, dass sie die Ursache entdeckt hat. Da bist du ja. Kannst du dich mit ihr treffen? Sie antwortet nicht auf Funksprüche? Warte, ich will schon mal an. Du bist ein Fliegerass, aber irgendwas stimmt nicht, verstehst du? Hier ist alles so seltsam. Nor und Halan sind weg und Contessa ist auch nicht mehr dieselbe seit. Du weißt schon. Sorge dich nicht, ich werde Anka finden. So, okay, wo müssen wir denn genau hin jetzt? Triff Anka unter den Bögen der Feierlichkeiten in der Höhenprärie. So, da vorne wir kommen zurück. Cortez. Verstanden. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Ja. Die Welt bebt und möchte die Parasiten abschütteln. Lia glaubt, dass es Mercers neuer Plan ist. Mercer. Ein kleiner Mann, der die Worte der RDA predigt. Hast du Ritnella gesehen? Wow. Ist das der Grund für die Beben? Ja, sicher der Bohrer dort. Könnte böse enden. Pandora macht es deutlich. Zeig Respekt oder stirb. Wie meine Wüste daheim. Ich kenne nur Fotos. Wir wurden auch mal angegriffen vor einiger Zeit. Auch wegen des Öls. Die dachten, die Wüste sei tot. Aber Wüsten sind mächtig, friedlich, wunderschön und voller Leben. In Bewegung, doch unveränderlich. Was sie dem Land antun, die RDA, ist tödlich. Deshalb muss das Ding da weg. Ich komme nicht viel näher ran, aber es gibt... Ruf Priya, ich werde ihnen helfen. Let's go. Priya, hörst du mich? Melde dich. Na komm schon.
Geh mit Awa. Es musste so kommen. Es war zu erwarten. Die hier? Ja. Komm jetzt, ran da. Helf mal. Noch einer tot. Nee, okay. Zu spät. Aber was ist das für ein langer Graben, ey? Das erinnert irgendwie voll an so einen Kriegsgraben. Ne? Schützengraben. Das sind jetzt wieder diese kleinen Momente mit der Musik auch so. Wäre das öfters, wäre das halt einfach besser. Schmerz den Verursachern zurückgeben. Bitte. Priya, hier wurden so viele umgebracht. So viel Tod. So viel Leben zerstört. Ich gehe jetzt zum Bohrer hoch, damit das nie wieder passiert. Flux, ich muss höher kommen. Flux? Was ist denn Flux jetzt, Alter? Gerade von... Flux-Kompensator oder was, meint er? Ja, ja, das, oh, den hätte ich auch gerne. Ah, den kennen die... kennen die Leute heutzutage gar nicht mehr. Da muss man schon, denke ich mal, älter sein. Obwohl, ich weiß nicht. Flux-Kompensator. Ob das Leute kennen unter 20? Weiß nicht. Wenn nicht, schämt euch! Guckt! Zurück in die Zukunft! Unfassbar geile Filme. Junge, ich liebe die Filme. Boah. Zurück in die Zukunft, ne? Eine der besten Filmtrilogien aller Zeiten. Für mich. Und für alle, die Ahnung haben. So, ey, also man, wie gesagt, das ist schon wieder so ein coolerer Moment. Aber für diese Spielzeit, vor allem so, ey, die letzten ein, zwei Stunden, da ist so wenig, stellenweise so wenig passiert. Dieses, mit diesem, ja, was war das, Kamite, wie hieß das nochmal? Wo wir da in dieser Forschungsanlage waren und so, boah, es hat sich ehrlich gesagt übelst gezogen, so übelst gezogen. Für mich persönlich, ehrlich gesagt. Nein. Ab und zu haben sie schon ein paar coole Momente und vor allem auch so, wie sie jetzt hier das inszenieren, so von der Optik her. Ich hab doch schon leise Hoffnung für Star Wars Outlaws. So ist es nicht auf jeden Fall. Weil, zumindest von coolen Schauplätzen so. Und ich hoffe, wie gesagt, dass sie es da nicht machen, dass sie die Welt unnötig groß machen, so wie hier jetzt. Priya, ich bin beim Bohrer. Was soll ich machen? Alles zerstören jetzt. Boah, die mag ich überhaupt gar nicht, Alter. Ich schätze mal, das wird ihr so vorgegeben, so zu synchronisieren. Wenn nicht, ey Junge, bitte. Weil bei ihr klingt es alles so, nichts ist hier genug. Ich weiß nicht, das, so wie sie das synchronisiert, das passt überhaupt gar nicht zur Stimme, Alter. Überhaupt null, 0,0. So, wir machen keine halben Sachen, sondern wir gehen direkt rein, ey. Ja, ich bin bereit.
Das zum Beispiel ist auch cool. Muss man auch sagen. Das ist cool so als Navi. Und ich muss ehrlich sagen, unsere Figur finde ich schon sympathisch so. Aber ansonsten... Ansonsten, ey, weiß nicht. Ansonsten die Spielfiguren. Obwohl doch, Beere. Beere ist unser Freund. Beere ist unser Freund. Such nach dem Feind! Musik ist auch nicht schlecht. Guck dir das mal an, das meine ich. Also so von der Optik her kriegen sie bestimmt coole Planeten meist aus. Aber ey, das reicht halt nicht, wa? Das ist halt am Ende musst du schon ein bisschen was abliefern dafür. Also, zerstöre die Kontrolldrähte des Bohrers in der Bohrplattform. Also hier oder was? An dem Teil wahrscheinlich. Oder? Kommt da Verstärkung oder wo kommen die jetzt plötzlich alle her? Oh, scheiße, Alter. Das wollte ich doch gar nicht. So, jetzt zeig doch mal, wo sind denn die Dinger, die ich kaputt machen muss? Ich check's nicht, Alter. Also, weil es schon wieder nicht angezeigt wird. Holy shit! Ja, ist doch gut! Ratte, du hässlicher! So, ey, sag mal, okay, Kontrolldrähte, wo sollen denn die sein, ey, sag mal, was, ah, da wird was angezeigt jetzt. Ach, halt die Schnauze, ja. Es werden echt nicht weniger, oder? Kann das sein? Nicht so wirklich. So, okay. Ausrüsten, so, zack. Warum hat das jetzt keinen Schaden gemacht? Ich hab doch voll auf den reingeballert. Verrecke, du Ratte, du, ey. Du oder ich, ey. Ey, okay, wenn es jetzt hier wirklich nicht weniger wird, dann mache ich jetzt einfach meinen Job, Alter, und dann hauen wir ab. Ich schätze mal, der andere Punkt muss jetzt hier auf der Seite sein. Damals wurde mir dieser Punkt jetzt nur angezeigt, weil ich das zu lange gebraucht habe. Und das Spiel dachte mir, okay, jetzt helfen wir dem doch mal, weil jetzt wird es wieder nichts angezeigt. Ah, doch, da oben, sorry. Aber, ach,
Vielleicht erst aus einer gewissen Distanz, oder? Das kann vielleicht daran, vielleicht wird es immer wieder liegen, aber wenn du zum nächsten Missionsziel reist, so, dann wird dir das über hunderte von Metern gezeigt. Das ist irgendwie immer ein bisschen komisch, weißt du? Warte, ich mach dich kurz erst platt. Ich mach dir erstmal platt hier. Oh, meine Nase ist schon wieder komplett zu, Alter. Ich krieg kaum Luft schon wieder. Mach weg hier, Alter. Scheiß Bohrmaschine hier. Die Kabel müssen irgendwo hinführen. Zeig dich, du. Lump, du, ey. Die Kabel müssen irgendwo hinführen. Halt doch die Fresse, ey. Gott, nervt dir gerade. Okay, die führen hier rein, ja. Aber es werden wirklich nicht weniger. Ey, was ist das für ein Quatsch? Komm! Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Ich muss von hier drauf schießen, ey. Yes, 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 yes. Das ist echt knapp, Mann. Ich habe den Start verhindert. Von hier aus können Sie nichts mehr ausrichten. Die zerstören Pandora. Ich hätte sie stoppen können. Warum bin ich zur Party, anstatt die Daten auszuwerten? Das ist nicht deine Schuld. Ich weiß, ich weiß. Doch, doch. Okay, geh zum Kontrollzentrum in der Bobler vom Alpha. Da, 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 okay. Boah, boah, war doch ein bisschen tiefer als gedacht. Boah, guck mal, wenn du dir das mal reinziehst, dass wir als Navi natürlich größer sind. Ich weiß gar nicht, wie groß sind Navi? 3,5 Meter oder so? Wie groß sind die ungefähr? 3 Meter? Und dann siehst du hier solche Baumaschinen. Ey, Junge, Junge. Ich brauche einen Terminal für den Download. Komm, 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 geh ran, geh ran, geh ran. Jawohl, verstanden! Jo, Junge, ey. Sehr gut. Das sollte passen jetzt. Und das geht natürlich direkt wieder zu den Feinden. Sie haben mich eingekesselt! Auf der Jagd! Sicher, ich bin das Ding!
So, den lassen wir jetzt einfach mal. Ich muss hier etwas wieder einschalten, um an die Daten zu kommen. Keine Sorge, der Bohrer ist aus. Das sind nur noch Sensoren. Fühlt sich seltsam an. Sonst schalte ich die Dinger immer ab. Richte ihre eigenen Waffen auf sie. Hau ihnen alles um die Ohren. Kommt der gelaufen, ey? So. Ja klar, das darf es noch nicht gewesen sein. Ey, wir müssen das noch ein bisschen weiter langziehen hier. Ist hier jetzt wieder eine Gegnermeute? Nee, was? Okay. Komischerweise ist hier nichts. Aber gleich wahrscheinlich, oder? So. Funktioniert. Jetzt die andere. Schnell auf die andere Seite. Ey, ich bin so, ey, Star Wars Outlaws, ey. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich fand das erste Gameplay, was sie gezeigt haben, fand ich echt ganz unterhaltsam. Sah echt ganz cool aus. Vor allem, boah, wie heißt das kleine Tier nochmal? Nix, nix oder so? Oh Junge, wenn das stimmt, warum habe ich mir das gemerkt jetzt schon? Warum habe ich mir das jetzt schon gemerkt? Oh Mann, ey. Na komm jetzt! Sehr gut. Okay, da sind wieder Gegner, die machen wir schnell platt. Ey, das hat so gut gepasst jetzt. Wir haben die beste Technologie. Ein Schuss mit einem Pfeil und Bogen drauf und sofort explodiert er mit einem Schuss. Tja, Bruder. Okay. Und jetzt wieder zurück. Und jetzt können wir es aktivieren. Das ist doch cool. Ist doch schön. Ich frage mich ja, wenn das hier wirklich Alpha-Station ist. Ich meine, das wurde ja gut geschützt, wa? Aber drumherum so? Haben die nicht, also, ich weiß nicht. Ey, ich meine, ich will mich jetzt nicht beschweren. Bitte nicht noch mehr Gegner, aber... Ich dachte irgendwie so, der wäre jetzt richtig Alarm, so, weißt du? Der, wenn die jetzt wirklich mit einer riesen Armee kommen oder sowas, oder... Ich fürchte, das wird nicht sehr schnell gehen. Bereite einen Willkommensgruß für die Verschwörung. Ist es nicht dein Ernst jetzt? Das haben sie verdient. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nicht jetzt auf Verteidigungsbasis, dass ich hier bleiben muss, ein, zwei Minuten oder sowas. Nein, das macht ihr nicht. Das macht ihr jetzt nicht auch noch. Das macht ihr jetzt nicht auch noch. Nein, nein, nein. Nein, Quatsch, das mache ich nicht. Das traue ich nicht mal denen zu, Alter. Nicht mal ich traue denen das zu. Ey, komm, mach keinen Scheiß jetzt. Doch, alles klar. 4 Minuten! Wow, Junge, geiles Design, Junge. Wartet kurz, ich muss kurz mir mal Nasenspray nehmen, weil meine Nase komplett zu ist. Gut, okay. Okay.
Glaubt ihr, das wird super spannend jetzt hier? Vier Minuten? Vier Minuten, ey! Aber egal, Freunde. Man muss auch positiv sehen. Die ersten 20 Sekunden sind schon abgelaufen. Also zählt es quasi eigentlich nicht. So. Für dich verschwende ich das nicht. Oh, war das nicht drauf? Jetzt aber. Wow, das sah nicht schlecht aus. Das sah ganz cool aus. Wie er da versucht hat, drüber zu laufen. Keine Sorge, ich krieg bestimmt gleich Verstärkung von meinen ganzen Navi-Freunden da draußen, die in der Basis chillen, die aber gesehen haben, gemerkt haben, Scheiße, wir sind zusammen aufgewachsen. Wir sind zusammen durch die Scheiße gegangen. Ich meine, nein, er hat alles alleine gemacht. Wir waren nur in der Basis chillen so ein bisschen. Aber jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt werden wir zurückschlagen und endlich mal mitkämpfen. Gleich werden sie auftauchen. Oh, wartet einfach. Was ist jetzt mit dem Sound los? Huh? Habe ich jetzt wieder Exklusiv-Dinge oder habe ich da irgendwas Exklusives abgeworfen? Ich habe auch keine Heilung mehr, ne? Jo, was ist das für eine Granate, die er wirft? Sag mal, unter mir war noch einer. Ich sage euch ganz ehrlich, vielleicht kürze ich das auch nicht ab. Vielleicht müsst ihr das mit mir durchstehen. Die wollen uns echt nicht mit den Daten abhauen lassen. Weil ihr seid doch Freunde, auf die man sich verlassen kann, oder? Wie kann er von da unten mir Schaden machen, Alter? Hör, was ist der für einer? Der ist der krasseste. Du Sacklaus dahin, ey. Du nervst am meisten gerade. Komm, geh drauf jetzt. Schieß schneller! Willst du dich ranschleichen? Meinst du, ich hab dich vergessen? Sackgesicht, du, ey. Woo! Mächtige Badaboom! Er ist der krasseste da unten, ey. Wie kommen denn da noch, ey? Also, ein Schiff explodiert einen Meter über den, aber die kriegen nichts ab, oder was? Ein Helikopter über... Oder ein Raumschiff, je nachdem, wie man es nennt. Weg. Okay. So, okay. Ich schätze mal, wir sind noch nicht aus dem Kampf heraus, können wir sowieso nicht schnell Reise machen. Chasen die mich übertrieben oder was? Schießen mich? Hm. Ja, Schnellreise ist noch nicht verfügbar. Ah,
Jetzt schätze ich mal. So. Wieso? Ich bin noch gar. Leute! Es ist kein Kampf mehr. Hier ist doch niemand mehr. Lass mich jetzt bitte Schnellreise machen. Ja, danke. Super. Kannst du das Priya bringen? Daten von der RDA. Ja, hab versucht sie zu erreichen. Konnte sie aber kaum hören. Was hier passiert ist? Diese Zerstörung. Am liebsten würde ich in den Samson steigen und einfach nur weit wegfliegen. Wir werden sie stoppen. Du. Und die Navi. Wir Menschen? Ich weiß nicht, ob wir wirklich helfen, selbst wenn wir wollen. Also gut. Flieg vorsichtig. Du auch. Was drängst du mich weg hier, ey? Was soll das? Lass mich wissen, wenn du mehr RDA-Listen findest. Nein, aber... Denk doch mal nach. Lieber die Komm Bögen schon. Als der Heimatbau. So cool. Es gibt ein Problem. Aber die Explosion, die Bögen zerstört haben, haben zu seinen Aktivitäten geführt. Sehr schlecht. Überall tritt Rohöl aus dem Boden und verseucht zahlreiche Ökosysteme. Was kann ich tun? Uns helfen? Ich bin mit einem Team zu einem der Risse, aber die RDA war schon da. Wir haben sie weggelockt, damit ich die Sensoren überprüfen kann. Aber ich muss schnell arbeiten. Was? Du bist draußen? Ja. Und ich habe eine Riesenangst. Halt durch, Priya. Ich komme. Okay, das ist die richtige Mission. Ach komm, ey. Wie gesagt. Ja, auch wenn ich das nicht traurig finde mit einmal, wir machen es trotzdem jetzt. Komm, wir dazu. Ja. So viel Zeit haben wir kurz. Wie soll eine Person um sich selbst trauern? Mein eigener Körper ist mir fremd. Ich schaue auf meine Hände. Und als hätte ich meine Haut abgelegt. Das warst nie du. Dein echtes Du. Nicht? Sagt man nicht, Körper und Geist sind unzertrennlich? Wird mir fehlen, hier draußen zu sein. Frei, diese Welt durch Glas zu betrachten, fühlt sich abgeschottet an. Nach all den Jahren war ich der Avatar. Du magst diese Haut lange getragen haben, aber das warst nicht du. Und das macht dich nicht so Na'vi. Hat sie deine Sünden erleichtert? Deine Fantasiewelt? Ich verstehe deinen Schmerz. Du verstehst gar nichts. Ich dachte, du wärst eine Freundin. Eine Mentorin. Du wolltest uns eigentlich beschützen. Ahari wusste, dass unsere Familien uns nie verlassen würden. Du hast uns das glauben lassen. Ich weiß, dass ich es nicht wieder gut machen kann, aber ich verspreche, ich... Deine Versprechen sind wertlos. Verdorben aus deinem Mund. Rinella, bitte! Rinella hat recht. In dieser Form hast du uns nur belogen. Es kann hier keine Vergebung geben. Tja. Was ich mich frage, als er den. Als er einer da. Wie hieß er nochmal? Als er sie abgestochen hat, wusste er, dass ihr sowieso nichts passiert? Wahrscheinlich schon, ne? Also der richtige Körper von ihr, dass er trotzdem weiterlebt? Hat es deswegen getan? Ja. Sie ist bei einer Förderstelle im Schnitt. Im Schnitt. Ein Schnitt. Was für ein Schnitt, Alter? Ah, hier. Oh, okay. Ja, müssen wir liegen. So, hier sind wir richtig. Gut, du bist hier. Anka hat das Sicherheitsteam weggelockt, aber sie können jederzeit zurückkommen. Wir müssen schnell arbeiten. Ich muss wissen, was die RDA weiß. Bist du okay? Du siehst blass aus. Blass? Ich bin draußen in einer RDA-Basis und hyperventiliere ganz leicht. Wie schafft ihr das immer? Ich gehöre hierher. Was brauchst du? Zu
Zugang zum System, um Scans laufen zu lassen und RDA-Berichte einzusehen. Du kannst dich doch reinhacken, oder? Mein Sid kann ungeschützte Terminals aufspüren. Such nach Personal mit passender Sicherheitsfreigabe, ja? Yes. Ja, untersuche, durchsuche das RDA-Lager nach persönlichen Kerzen. Ja. Kann ich das nicht untersuchen? Okay. Ach so, ey, sorry, ey, mein Mikrofon schon wieder, Mann, und ich habe selber zu langsam geschalten. Untersuchen heißt hacken. Untersuchen heißt hacken. Okay, so, so, so. Lang, lang, lang. Schnell, schnell, schnell. Sehr gut. Priya, ich habe dir eine Personalliste geschickt. Hilft die vielleicht? Allerdings, ich muss jemanden mit Befugnissen finden, um die Scanner zu starten. Such nach biometrischen Infos und Zugangsdaten. So, zack, zack. Priya, du wolltest biometrische Infos. Hab was. Perfekt. Muss nur jemanden mit den passenden Daten finden. Ja. Spring höher. So. Nimm die. Ach Mann, ey, immer bei so großen Kisten denke ich mir, ah, oh, da ist eine dicke Waffe drin, aber. Ist einfach nicht so eine Kiste. Es ist einfach nicht so eine Kiste. Au! Zählt es trotzdem? Ja, ja, okay, gut, sehr gut. Ich schicke dir Daten von jemandem aus der Forschung. Gesendet. Bingo! Jetzt kann ich ein Zugangsprofil erstellen. Wer ist Bingo? Was? Nein, ist nur eine Redensart. Ich erkläre es später. Komm zurück. Hm? Ist man schneller, wenn man so kleine Sprünge macht? So? Scheint fast so. Kann das sein? Wie komme ich mir noch schneller vor? So? Die RDA bohrt also an vielen neuen Orten. Mercers Plan ist genial, wenn es darum geht, alles zu töten. Ich analysiere die Giftigkeit des Öls und kartiere die Erdbebenschäden, aber das wird dauern. Schon gut. Deine Freunde passen auf. Dafür bin ich echt dankbar. Ich schalte die Bohrteams aus. Cool, cool. Mal sehen, was die Datenbank noch so bietet. Es tut mir leid. Ich wünschte, wir wären nie hier aufgetaucht. Wir Menschen. So ist es nun mal. Aber wir können jetzt handeln. Ich funke dich an, sobald ich was weiß. Pass auf dich auf. Suche nach der Instandsetzung bei den Wiegenkiefern in der Nähe der Steinwächter. Da oben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist schwer, ganz schwer jetzt gerade einzuschätzen, wie lange das Spiel noch gehen würde. Weil irgendwie hätte man jetzt auch denken können, als sie die Maschine da eingesetzt haben und da alles zu Bruch gegangen ist, dass es so das Finale einläutet. Jetzt ist er irgendwie so ein bisschen Low-Pace schon wieder. Warum auch immer es schon wieder jetzt Low-Pace ist. Das wäre doch eigentlich der Moment gewesen, jetzt wirklich so mal ja, loslegen, das richtig. Aber jetzt sind wir schon wieder hier Sachen am Scannen und dies und das und hast nicht gesehen. Das ist, ja, keine Ahnung, ja. Priya, ich nähere mich dem Riss genau nördlich von dir. Was soll ich tun? Gut, da ist ein RDA. Das hast du am liebsten, oder? Die dürfen keinen Bohrer aufbauen. Wird erledigt. Ich bin gleich wieder da. Ich wollte nur sagen, ich wollte eigentlich schon viel früher runterspringen. Und ich habe immer noch keine Heilung. Scheiße, Mann. Ich bin wieder da. Außerdem hält sich hier laut Berichten eine Tanatormutter mit ihrem Jungen auf. Sie verteidigt ihr Revier. Und ihr Jungs.
Die sind gefährlich, aber ich versuche sie zu verschonen. Auf wen schießen die? Auf die... Ah ja, ja, auf die Mutter da. Sehr gut. Kämpfen wir jetzt zusammen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn die alle fertig sind, dann greift ihr mich an, oder was? Priya, ich habe die RDA zusammen mit den Zähnen und Klauen des Waldes aufgehalten. Ich liebe die Zähne und Klauen des Waldes. Aus der Ferne. Jetzt werde ich die Anlage hier für die RDA unbrauchbar machen. Okay. Oh, da oben, warte mal. Guck mal, das sieht wirklich so... Oder kommt mir das nur so vor, als wenn du so schneller bist? Ich weiß es nicht. Sieht fast so aus. Warte, lass ganz kurz den Baum. Okay. Jetzt haben wir auch wieder Heilung, ja. Vielleicht kommt es ja auch nur so vor. Wahrscheinlich schon, ne? Priya, bin hier fertig. Wie laufen die Tests? Es ist so übel wie befürchtet und ich warte noch auf die volle Untergrundanalyse. Der Sprengstoff ging tiefer runter als die Ölquelle. Irgendwas Verdächtiges geht hier vor sich. Sag Bescheid, wenn du was findest. Hoffentlich bist du noch nicht müde. Am Riss im Kinglorwald ist irgendwas los. Sie suchen mit Kartierungssonden nach etwas unter der Oberfläche. Coole Technologie, aber richtig schädlich für die Umwelt. Ich deaktiviere sie. Also es fühlt sich so nach Spielzeitstreckung an. Ey, ich sag's so, wie es ist, man. Das ist mein Gedanke jetzt, als ich das jetzt schon wieder gehört habe. Geh mal dahin, da ist noch was, da ist noch was, da passiert plötzlich was. Sag mal, bin ich der Einzige hier oder was? Wo sind denn die ganzen anderen Leute, ey? Wo sind die denn? Und vor allem, warum redet ihr davon? Das haben wir gemacht. Was für wir? Was für wir? Ey, werd ich frech, Alter. Ich hab das alleine gemacht. Alleine! Gut, hier müsste das eigentlich sein. Oh, Junge, hier ist direkt wieder Action. Lass mich hier oben raus. Okay, ja. Die RDA sammelt Unmengen Ressourcendaten mit Radarsonden und überträgt die Daten irgendwo hin. Verschafft ihr Zugriff auf die Sonden. Schnappt die Daten und schalt sie ab. Was sie nicht sehen, können sie nicht plündern. Okay, was sie nicht sehen, können sie nicht plündern. Ja, okay, ich muss aber trotzdem hier erstmal. Ihr müsst aufräumen, ja. Erstmal die normalen Menschen. Da ist auch einer. Da ist noch so ein Bot. Nimun, ganz ruhig. Ich mach die alle weg. Neuer Tag, selbe Scheiße. Ja, so sieht's aus, Mann. Scheiße. Ich wollte den Kanister treffen natürlich. Okay, bei dem hat's. Okay, geil. Danke dir. Ach Mist! Du Ratte, du, ey! Du mieses Schwein! Hau ab, Nimo, und bring's in Sicherheit! Ja, scheiße, wa? Wie sollst du mich treffen? Wie sollst du mich treffen, ey?
Verrecke doch jetzt! Du Schwein! War noch so ein einzelner Mensch, wo ist der? Du Sau, du, Scheiße, Helikopter, kommt ja doch jetzt geflogen. Was ein neuer, wa? Verrecke! Okay, ich muss irgendeine Scheiße hacken. Wo sind die Sachen denn? Da unten. Und wo muss ich da ran jetzt hier? Von der Seite aus? Da unten. Hä? Wie komme ich da ran? Okay, let's go, let's go, let's go. Juhu, zack, 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 bam, bam. Falscher Weg, falscher Weg. Zerstört. Priya, ich sende jetzt die Daten. Eine ganze Menge. Hab sie. Die RDA scannt weit und tief, als ob sie noch etwas suchen würden. Doch was? Schalte alle aus. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Naja, wenn du mehr... Junge, die nervt mich so krass, die nervt mich so krass, sag ich so, wie es ist. Sag ich so, wie es ist, ey. Die ist so dämlich, einfach nur. Wo steckst du? Okay, bam, 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 bam. Hast du Bammel? Hast du Bammel voll? Das geht natürlich nicht. Du musst schon von vorne machen. Oder was? Okay, so. Bam, 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 bam. Ah, lass mich durch, schnell. Er kommt zurück, glaube ich. Priya, Sonden sind erledigt. Fantastisch. Keine Ahnung, wie du das schaffst. Ich schiebe Panik an meinem Computer, während du RDA-Förderstellen mit links ausschaltest. Danke. Ich hatte viel Übung. Verstanden. Das wird ein Spaß. Okay, bin hier fertig und hab die Daten. Vermessungsergebnisse, Routen, alles. Alle ÖBO-Operationen scheinen von derselben Basis auszugehen. Dort wird jede Menge Ausrüstung gelagert. Schick die Koordinaten. Erledigt. Ich gehe ins HQ zurück, sehe mir aber noch einen Riss an. Dort war die RDA noch nicht und ich will saubere Proben. Sei vorsichtig, ja? Bin ich das nicht immer? Nicht antworten. Oh Mann, er muss... Scheiß auf. Ja, Ubisoft muss... Ich kenne doch die Antwort. Ja, die müssen die so synchronisieren. Ja, sie müssen es. Sie können es nicht anders. Sie können es nicht lassen. Ja. Warum frage ich überhaupt? Warum frage ich mich selber? Warum stelle ich die Frage? Ich weiß es doch. Bin ich das nicht immer? Boah, Junge, das macht mich so... Ey, wirklich. Die Kacke ist am Dampfen, ne? Aber egal. Müssen alle lustig sein.
Warte kurz, bevor du uns den nächsten Joker setzt. Wirklich ein Wort? Priya. Oh, sorry, ich muss das Hauptquartier dazuschalten. Moment, Priya. Alles okay? Nicht ganz. Die Daten von den Bohrstellen. Größer hat einen größeren Plan. Keine Risse, eher Meteoriteneinschläge. Ja, ja. Also von der Größenordnung her. Nicht das Phänomen selbst. Langsam, Priya. Was hast du entdeckt? Trinella, ich schicke die Daten. Du musst eine Simulation durchführen. Aber ich glaube, Böse wird alles verschmutzen. Könnt ihr beide herkommen? Wenn das stimmt, muss ich die Clans versammeln. Ihr müsst sprechen. Ich brauche noch eine Ölprobe, dann komme ich zurück. Und ich muss noch ein RDA-Lager zerstören. Ich komme so schnell ich kann. Kommt, sobald ihr könnt. Was muss ich? Wieso muss ich denn jetzt noch ein RDA-Lager zerstören? So random oder was? Auf Spielzeitstreckenbasis oder was? Oder was meint ihr jetzt? Okay. Erstmal hauen wir die weg hier. Let's go. Gut. Okay. Priya, die Basis ist zerstört. Wo bist du? Hol mir die letzten Proben, dann sag ich Anker. Das ist nicht gut. Gehört er zu uns? Ja, nein. Das war eine RDA-Patrouille. Kein Stress, die sehen uns hier unten nie. Okay, sie kommt zurück. Schnell in Deckung! Sie sehen uns! Lauf! Priya, hey, melde dich! Muss ich die retten? Ja. Oder kann ich sie retten, wenn ich will? Ja, gut, okay. Okay, wenn es denn sein muss, Leute, wenn es denn sein muss. Ich muss sagen, nachts sieht es so viel schöner aus, wa? Mit dem... Ist es ein Mond? Ist es wahrscheinlich eher ein Planet? Das sieht eher aus wie ein Planet, wa? Den man sieht hier. Vor allem auch der mit diesen ganzen leuchtenden Pflanzen und so, das sieht einmal nachts noch so viel schöner aus, man. Gut. Schauen wir doch mal. Hey, bist du da? Priya? Alles okay? Das klang gar nicht gut. Wir sind in Ordnung. Naja, wir verstecken uns in einer Höhle und die Idioten haben uns noch nicht gefunden. Kann aber nicht mehr lange dauern. Echt clever von mir. Haltet durch. Ich lenk sie ab. Alter, schieß die... Ey, die Schweine, ey. Sag mal. Soll ich grad sagen. Let's go! Priya, bitte komm! Alles okay? Es ist sicher, die RDA ist weg. Schön, deine Stimme zu hören. Wir sind okay. Komm jetzt aus der Höhle. Weißt du, auf der Erde schweben Felsen nicht. Dieser Anblick haut mich jedes Mal um. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Ich habe mich auch noch nicht an Pandora gewöhnt. Es gibt viel mehr zu entdecken. Genau deshalb müssen wir sie unbedingt beschützen. Richtig? Zum Glück kann das Land mit dem Gift fertig werden. So genial ist deine Welt nämlich. Als Ökologin auf der Erde... Nun ja, mein alter Professor meinte immer, Ökologie sei Pathologie. Das ist so traurig. Absolut. Pandora ist so lebendig und wunderschön, dass es mir Angst macht. Ich würde alles tun, um sie zu beschützen. Ich muss das simulieren, aber Mercers Plan wird sicher alles zerstören. Die Clan-Anführer besprechen gerade im HQ, wie wir ihn stoppen können. Ich hoffe, es ist möglich, weißt du? Komm ins Hauptquartier! Wir brauchen dich! Schließe die Quest-Druckanstieg ab. Okay. Die verborgene Schwäche. Das ist die nächste. Ja. Okay, wir müssen ins HQ, oder was? Wo ist es? Ja. Okay. Haben wir sie gerettet. Ist schön, oder? Ist schön. Schön. Ich hatte schon richtig Sorgen. Schön, dass wir sie retten konnten. Schön. Das wäre echt traurig gewesen mit ihr. Gib mir lieber nochmal so eine geile Blockwasser
Atmosphäre wie am Anfang, wo da alles zerstört wurde. Das, wie gesagt, das war schon cool, aber dann haben sie leider, wie gesagt, komplett das Tempo wieder rausgenommen. Pandora stirbt in ihren Händen. Sie nehmen das Land, unser Blut. Die Menschen vergessen, wir sind unbesiegt. Mercers nächster Bohrturm wird viel Land zerstören. Worauf warten wir dann noch? Durchbrechen wir ihre Tore und schnappen uns diesen Winzling! In die Basis kommt keiner rein. Die Ikran sind der Tod von oben. Seht ihr die Türme? Sie schießen uns vom Himmel. Denkt ihr, dass nicht einmal die Seswa das Lager stürmen können? Mein Volk weiß, wie es ist, allein zu kämpfen. In der Einheit liegt die Kraft. Aranahe, Seswa, Kametire und Sarentu. Wir können die Basis nicht frontal angreifen. Aber Mercer hat einen Schwachpunkt. Priya? Mercer hat eine neue Technologie. Seht ihr diese Sensoren? Das ist ein Sonarverteidigungssystem. Klingt gruselig und ist es auch. Ist aber auch ungeschützt. Eine Schwachstelle. Wie dumm, oder? Wenn jemand hochfliegt und sie manipuliert, kann Alex sie hacken. So können wir den Bohrturm lahmlegen. Ich kenne sie. Übernehme das. Dann fliegen wir mit dir. Danke, aber je weniger Leute, desto besser. Und wenn du scheiterst? Haltet eure Leute bereit. Ich hoffe, die Seswa kommen klar. Wir sind schon genug mit unseren eigenen Problemen beschäftigt. Das wird ein langer Flug. Bereite deine Ikran vor. Sie wird alle Kraft brauchen. Die RDA überwacht sicher die Sensoren. Triff zuerst alle Vorbereitungen, okay? Und sei einfach kampfbereit. Ich weiß, das bist du. Aber nur für den Fall. Die Seswa müssen sich gedulden. Ist gerade alles knapp. Rinella übernimmt tatsächlich die... Kontrolle, oder? Glaubst du, sie wird... Okay, nur das mal mit. So. Alex hier. Anka hat mich zum Aussichtspunkt gebracht. Ich sollte in der Nähe der Sonargeräte sein. Kannst du mich hören? Höre dich laut und deutlich, Alex. Ausrüstung bereit zum Hacken des Netzwerks. Sobald du das Signal stören kannst. Und wir haben extra Munition dabei. Schicke dir die Koordinaten. Es ist wunderschön hier. Die Blumen leuchten so kräftig. Wie gerne würde ich meine Maske abnehmen, damit ich sie riechen kann. Ich muss später wiederkommen und mir welche holen. Alex, ich sehe sie. Die Sensoren. Perfekt. Ja. Siehst du die Kappe oben auf den Sensoren? Sie hat eine Schutzhülle. Kriegst du die auf, bekomme ich Zugang. Bin dabei, Alex. Bin dabei. Komm, schlag sie auf, ey. Das ist es. Okay, warte. Ich hänge mich an das Signal von Sid dran. Bleib beim Sensor, okay? Hoffentlich klappt das. Keine Sorge. Ich habe vollstes Vertrauen. Okay, lass mich raten, nicht wirklich angegriffen? Und muss hier verteidigen, oder was? Dann bringst du dich in Sicherheit, okay, Nimun? Jetzt müssen wir mehrere Ballons abklappern, oder was? Los, Nimun! Warte. Siehst du diesen furchtbaren Funkturm? Dort ist die Munition. Schien am einfachsten. Was für Munition? Ey, ihr wart schon... Achso, die waren hier schon, okay, korrekt. Aber habt ihr es nicht gleich erledigt? Naja, ihr könnt nicht fliegen, ne? Ja. Ja. Was für Munition denn einfach? Einfach normale Munition, oder was? Ich hab doch. Ja! Aber dankeschön. Ich bin beim zweiten. Super! Dann stören wir mal die RDA-Sensoren. Okay, warte. Ja! Hat fast. Jetzt kommt der Angriff.
Ja, verrecke, du Sau. Stirb! Na, wo willst du hin? Wie? Ey, du feige Sau! Wo ist der andere? Warte kurz, warte kurz. Epische Musik. Schau, was geht mit der Musik? Die ist ja mega geil. Warum nicht die ganze Zeit? Und auch irgendwie ganz geil mit dem Geräusch vom Signal, ey. Ich bin am nächsten Verbund. Du weißt, wie es läuft. Ja, leider weiß ich, wie es läuft. Ja. Au, 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 au! Holy shit. Bring dich in Sicherheit! Ich bin gleich tot. Hat er das jetzt gegessen? Ist es! Junge, mach mich nicht verrückt, ey. So. Holy shit, holy shit. Holy moly, holy moly. Das ist mal, ehrlich gesagt, mal eine Abwechslung, eine coole Abwechslung gerade, ey. Auch wenn ich hier am Limit bin, ey. Bereit für einen Kampf? Und gleich tot bin. Ja, ja. Puh. Hey, wo kommen die denn jetzt her wieder? Heck die Scheiße! Warte, da stimmt was nicht. Nein, nein! Sie haben übernommen. Ich bin aufgezogen. Verdammt, die Ballons sind jetzt nutzlos. Das macht jemand manuell. Wahrscheinlich vom Kontrollturm. Okay, Leute, ich habe mich jetzt hier durchgefightet. Und gleich sind wir in der Base. So, mach auf jetzt hier. Jetzt gehen die leer. Ah, jetzt in dem Moment gehen sie leer. Komm, komm, ich zeig dir mal. Du bist tot. Ja. Ich rede. Du nicht. Du tot. Ich nicht. Boah, jetzt geht die Musik hier los, Mensch. Mach auf jetzt hier. Das reicht langsam. Mercer. Meinst du, er ist dort?
Wenn, dann im Kontrollraum. Ich gehe dorthin. Warte. Du weißt nicht, was dich erwartet. Ich passe auf. Stopp! Warte kurz. Er könnte auf dich warten. Du weißt, wozu er fähig ist. Ich kann nicht noch jemanden verlieren. Das wirst du nicht. Alles wird gut. Ich hoffe es wirklich. Wir müssen den Bohrturm stoppen. Ich nehme den Schacht. Das erwartet er nicht. Okay? Es gibt kein Zurück mehr. Ich sag ja, ey, unsere Figur, die nimmt die Situation ernst, die ist sympathisch, die versucht die Scheiße hier zu regeln. Aber das ist leider nicht bei jeder Figur so. Aber ohne Scheiß, unsere Figur ist schon ganz cool. Ganz cool. Kann man auf jeden Fall mal machen. Das muss wehtun, ja. Das muss wehtun, wenn er da so drauf schlägt. Ja, zeigt er. Ja, Kopfschmuck. Ja, Kopfschmuck. Ja, gut. Raus, raus, raus. Okay. Ja, Ah, oh, jetzt. Wundervoll. Verräter! Endlich ist die Familie wieder vereint, mein Traum. Warum hilfst du ihm? Warum ist er dir noch wichtig? Thelan ist schlau. Er schlägt sich auf die Gewinnerseite. Was tust du? Nein, bitte! Du bist eine Enttäuschung. Deine Schwester hatte mehr drauf. Und ja, das ist nicht geschafft. Er sagte, niemand wird verletzt. Es gab Tote, Thelan. Wir sind doch Familie. Ich wollte doch nur, dass das Kämpfen aufhört. Ist mir egal. Und Mercer kümmert es auch nicht. Du gehörst nicht zu denen. Diesmal krieg ich dich. Überlass das den großen Taylor. Komm schon. Passiert hier? Nimm doch einfach die scheiß Kiste, Alter. Wieso hat denn der da rangezoomt? Oh shit, bevor ich den ersten Schuss absetzen kann, bin ich schon fast tot. Oh mein Gott. Boah, Junge, die schießen mich komplett zusammen. Hilfe! Was ist hier los, Mann? Sag mal, was passiert hier gerade? Oh mein Gott. Das ist einfach nur geil. Ich muss hier abbauen, ey. Wir müssen hier weg. Nicht kämpfen, abbauen. Das ist die Lösung. Aber wohin genau? Da drüben ist das Ziel. Ja, dieser Taylor ist auch so verblödet. Und diese Kappe alleine. Der sieht richtig aus wie so ein kleiner Hillbilly, Junge. Oh Mann, ey. Sie haben uns fast erwischt. Hörst du mich? Faster, bleibt in Deckung. Wir sind hinter dem Wasserfall, aber sie kommen näher. Beeil dich, bitte. Komm, Junge, was soll ich noch alles machen? Ey? Ich schätze schon, dass ich hier erstmal platt machen muss, oder? Sind sie denn? Ich höre euch doch. Aha. Sehr gut. Ziemlich still da draußen. Bist du da? Brauchst du Hilfe? Willst du mich...
Alter, der will mich verarschen. Der will mich verarschen. Der will mich richtig sauer machen, Alter. Brauchst du Hilfe? Der will mich verarschen, ey. Gerade noch rechtzeitig. Fast hatten sie uns. Für nichts und wieder nichts. Konntest du beim Hack was rausfinden? Überhaupt nichts. Was jetzt? Das war's, oder? Das Ding bohrt sich durch ganz Pandora. Fangen wir an zu packen. Vielleicht nicht. Ich habe im Kontrollraum einen Datenträger gefunden. Daylan gab ihn mir. Taylor? Er war da? Ich wusste, da ist was im Busch. Bria sah ihn nach dem Angriff von Mercer flüchten. Er hat das getan? Er wollte niemanden verletzen. Er hat Mercer blind vertraut. Trotzdem, es könnte eine Falle sein. Ein Tracker. Wir haben keine Wahl mehr. Und wir haben auch Fehler gemacht. Wir haben der RDA auch früher einmal vertraut. Der Krieg raubt uns den Verstand, hm? Priya soll sich das ansehen. Vielleicht war es keine komplette Zeitverschwendung. Sieh dir das an. Faszinierend. Coole Ausrüstung. Von Raj? Tja. Ja, coole Ausrüstung. Ich könnte etwas von Hajirs Zakro-Wolle gebrauchen. Ah, ich könnte auch so vieles gebrauchen. Okay, warte am Lagerfeuer. Achso, okay. Gut. Was war drauf? Hilft es uns? Hängt von deiner Definition von helfen ab. Rinella sieht ihn sich auf dem Holotisch an. Sie... Sprich mit ihr. Okay, wieder zur Base oder was? Wieder zur Base oder wo müssen wir hin? Reise zu verstehen. Ja, okay. Okay, machen wir. Wieder zurück. Die Nacht aus der Hängematte gefallen. Einmal aufmachen, bitte. Gegen diese Geschütze sind unsere Waffen machtlos. Von außen können wir nichts ausrichten. Ja. Ist gut. Die Führer der Clans bereiten ihre Leute vor, auf das Schlimmste gefasst zu sein. Um zu flüchten? Was ist mit den Daten von Daylan? Irgendwas Brauchbares? Konstruktionspläne für die Basis. Die RDA hat tief gegraben, durch Felsen und Erde. Sind zu den Höhlen vorgestoßen. Hier geht es rein. An den Wachmännern vorbei. Daylan hat geholfen. So scheint es. In dem Moment, in dem wir es brauchten. Er bereut seine Taten, Rinella. Mercer hatte ihn in der Hand. Vielleicht ist es immer noch so. Daylan zweifelt an seiner Navi-Herkunft. Er braucht Mercer. Vertraut darauf, dass er die Leere in seinem Herzen füllen wird. Vertrau auf dich, Rinella. Hör auf dein Herz. Es wird dir den Weg zeigen. Prüfen wir das. Wenn der Eingang zur Höhle existiert, müssen die Clans nicht fliehen. Wenn ich in die Basis komme, brauche ich Hilfe. Die bekommst du. 3 Clans, 1 Armee. Unglaublich, das noch einmal zu sehen. 4 Clans. Du vergisst die Sarento. Und meiner. Wir sind 5 Clans, vereint als einer.
Also versucht unser Charakter, ihn so wieder gut zu reden. Er konnte ja nichts dafür. Genau. Ich wusste, dass es wieder darauf hinausläuft. Natürlich, er darf nicht böse sein. Er wusste doch nicht, was er tut. Er wusste es doch nicht. Er war noch ein Kind. Wie, was? Er ist so alt gewesen und ist immer noch so alt wie wir? Er ist genauso aufgewachsen wie wir? Hat gesehen, was sie gemacht haben, die Menschen? Ach so. Ja, aber er konnte doch nichts dafür, Mensch. Er konnte doch nichts dafür. Haben wir auch einen Schnellreisepunkt oder nicht so? Nee, okay. Anufi hat einen Kundschafter vorausgeschickt. Ja, ja! Sie wollen einen Weg durch die Höhlen finden und die RDA von innen überraschen. Zum Glück werden die Kamethiere Rache nehmen können. Heiler werden zu Kämpfern. Gibt es Nachricht von den anderen Clans? Sotlek ist unterwegs für den Seswa. Du solltest bald von ihm hören. Keine Nachricht von den Arana He. Sie werden dem Kampf zustimmen. Gatnat kennt die Gefahr. Hoffentlich. Das sieht richtig geil aus hier. Oder? Mit der Optik gerade hier. Der ganze Himmel. Man merkt, die Scheiße ist am Dampfen. Minang und Nesim bereiten ihre Leute auf den Kampf vor. Das sind gute Nachrichten. Ein Seswa-Sturm auf unserer Seite. Harding wird nicht glücklich sein. Sie reiten auf Frakens Pferden zu Mercers Basis. Doch die Geschütze sind ein Problem. Wenn ich drin bin, sollte ich sie abschalten können. Gut. Ich folge der Schwesternkavallerie. Was für ein Leckerbissen, ha? Nimun? Okay, ich wollte eigentlich gerade kurz mal Fähigkeiten ausgeben. So, das dauert. Ach, das braucht 4. Gut, scheiße. Ist ja egal jetzt. Ist ja egal jetzt. Was jetzt davon? Der letzte Schlag. Ja, mal schauen, ne? Was passiert. Mal schauen, mal schauen. So, schnapp dir nochmal einen kleinen Snack hier. Ja, das schmeckt bestimmt. Die Arana hier kommen. Katnat und Etura werden ihre Leute zu Ikran anführen. Ja, ich hab an sie geglaubt. Katnats Jäger bereiten sich jetzt vor. Sie warten außer Geschützreichweite auf den richtigen Moment. Für den werde ich sorgen. Es ist soweit. Wir werden wirklich gegen Mercer kämpfen. Wird doch langsam Zeit. Da ist ein Aussichtspunkt im Himmel über seiner Basis. Treffen wir uns dort, wenn wir fertig sind. Okay. Ritnella, nähere mich der Basis. Halt Abstand. Deine Waffen sind zu schwach für die Geschütze. Kein Problem. Hoffentlich klappt das. Ja! War das diese fette Base? Nee, das ist eine andere. Nee, die andere, die fette Base, die ich meinte, war ja die hier. Auch krass, Level 20. Unterwegs. Nicht unser Ziel. Wir werden an deiner Seite kämpfen. Gut, gut. Bin beim Höhleneingang. Mal sehen, wohin er führt. Sei vorsichtig. Wir spüren immer noch Nachbeben von Mercers Test bei den Bürgern. Wenn das nur ein Test war, könnten Pandoras Wunden noch tiefer sein. Richtig. Wir stoppen ihn, Ritnella. Schwimmen.
Oh, shit. Da komme ich nicht durch. Da kommst du nicht durch. Es muss noch einen Weg geben. Und ich kriegen sie da schon rein. Er kann vielleicht nicht helfen. Auch wenn er es möchte, kann man es nicht. Haltet euch bereit. Ritnella, du bist weg. Ritnella? Ich weiß nicht, Mann. Ist hier unten sicher? So weit bohren die nie. Bist du ein Ingenieur? Ruhig! Mercer meinte, dass wir hier reich werden. Wenn wir dann aufpassen! So. Finde einen Weg, die Clans in Mercers Basis reinzuholen. Na, ich versuch's. Bin ich doch nur Kaugummi. Dies ist eine Sicherheitsdurchsage. Grober Vorgang läuft. Bitte ausreichend Abstand halten. Diese Anfänger sind noch nicht bereit für diesen Ort. Kommt ihr da durchgelaufen durch die Tür? Komm, komm, ne? Okay, hast Glück gehabt. Da hast du Glück gehabt. Ritnella, hörst du das? Ich habe es geschafft. Ich bin in Mercers Basis. Gehe zur Basisverteidigung. Ich finde einen Weg, die Clans reinzuholen. Okay. Wieder rausgeschwimmen kommen. Verrecke doch. Er kann doch nichts dafür, Mensch. Er ist doch lieb. Was? Was ist mit ihnen passiert? Da oben ist jemand. Ja, er ist doch lieb. Wie waren das? Guck dir das doch an. Man sieht sogar seine Silhouette mit seiner beschissenen scheiß Cappy. Er ist doch nett. Das war doch alles geplant. Der hatte doch nur Angst. Er dachte wirklich, da wird niemand verletzt.
Also wer sauer auf den ist, der ist ein Monster. Der ist selber ein Monster einfach. Daylan? Du hast die MPAs gekillt? Oh, bist du okay? Die Halle sollte leer sein. Hab ich dich erwischt? Ich hatte Angst, dass ihr nicht kommt. Aber ihr habt mir geglaubt. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Es muss aufhören, Daylan. Ich hab die Ladung gesehen. Sie wurde im oberen Stockwerk vorbereitet. Ich zeig dir, wie du hinkommst. Komm mit mir. Die Clans sind bereit. Wir können Mercer stoppen, als Team. Nein, ich bleibe hier. Im Hintergrund kann ich mehr tun. Du bist besser als er, Daylan. Wir sind besser. Ich kann auf das System der Basis zugreifen. Kann dich sicher leiten. Ich habe etwas gut zu machen. Für alle Verletzten. Für Ahari. Für uns alle. Auch dich. Du bist einer von uns, Daylan. Na, wie? Pandora ist dein Zuhause. Du wirst dafür kämpfen. Hier kommst du nach oben. In die Basis. Lass dich nicht schnappen. Das ist der Plan. Gut. Ey, Bruder. Vergeben und vergessen. War nie was. Alles gut. Nie was passiert. Ist auch nie jemand draufgegangen oder so wegen deiner Entscheidung. Alles gut. 17 Energie ist eigentlich ganz geil, Alter. Vor allem deutlich mehr Gesundheit, was ich echt gut gebrauchen kann, ne? Okay. Ja. Holz haben wir. Ich find's ein bisschen, das muss ich auch mal sagen, ne? Ich find's wirklich, gerade wo ich hier das Holz sehe, ich find's so schade, dass es eigentlich so viele Gegner, gerade bei den Menschen, gibt, die so viel aushalten, wenn du mit einem Bogen unterwegs bist, wa? Da kommt gar nicht oft so das Bogen, das coole Bogenfeeling rüber, dass du irgendwie so ein bisschen... Hörst du mich? Mercer bereitet die Ladung vor. Rücke vor! Die Kammer-Diesel sind ganz in der Nähe. Sie sind bereits durch die Höhlen durch. Backup ist gleich da. Daylan, kannst du die Kamettiere sehen? Ah, warte. Ja, ja. Oh, wie raffiniert. Die sind direkt vor dem Torhaus. Ich kriege sie da irgendwie rein. Okay. Ja, da kommt irgendwie nicht so das, oftmals nicht so das Feeling rüber, dass du voll der krasse Jäger bist, weißt du? Weil, gut, die normalen Soldaten kannst du mit einem Schuss wegmachen, aber bei den... Ja gut, ja, auch die Maschinen kannst du auch so, aber ich weiß nicht, ja. Gerade so auch im offenen Kampf... Hätte ich schon öfters mal gern gefühlt, so das Feeling, wenn du auch so schnell unterwegs bist, springst, rutscht, dann jumpst du irgendwo hoch mit einer Pflanze oder sowas und dann schießt du mit dem Bogen nochmal und triffst und tötest auch. Aber beim Bogen dauert es halt natürlich, ja, dauert schnell natürlich. Aber wenn das mal klappt, so, wenn du das Movement anwendest, was hier drin ist in dem Game, das ist schon ganz cool, ja. Natürlich voll. Inventar ist voll. Tür! Bögen gefechtsbereit! Komm, lass uns den Plan besprechen. Das Schicksal hat uns im Hort des Feindes wieder vereint. Sind wir die Ersten? Die Sesua sind wirklich ziemlich langsam. Ich muss die Geschütztürme deaktivieren, bevor sie durchkommen. Das Sicherheitsgebäude ist direkt vor euch. Dort ist der Kontrollraum. Sag Bescheid und wir geben Deckung. Rauch und Feuer, um abzulenken. Die Himmelsmenschen werden nicht nochmal siegen. Die Kametiere werden ihr schlimmster Albtraum sein. Na okay, ich hoffe es mal. Schnell, wir müssen unseren Vorteil nutzen. So, dann mach ich mal für euch auf und dann geht ihr richtig ab, ja? So wie ihr jetzt angekündigt habt. So, let's go, Leute.
Ich wäre schon längst tot. Junge, ey, ich müsste vielleicht nochmal Explosions-Spezial-Munition machen. Wenn ich jetzt, wann dann im Finale, weißt du? Also wenn ich im Finale, wann dann, meine ich. So. Ja, jetzt aber nicht bei denen, ey. Verballern. Jetzt passiert genau das, was ich gerade gesagt habe, ey. Weißt du, dass du mehrere kleine Gegner hast? Wo ich schnell sterbe, ey. Ich muss mir aber meine Bogenmunition jetzt aufsparen für die Deckenfische, ey. Ach, das sind Elektro-Dinger, ach so. Ziehen wir dich mal raus hier, du kleine Drecksau. Das ist nice. Die kommen. Oh, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Halt dich, hau ab. Alter! Boah! Meine Fresse hier! Jedes Mal die gleiche Scheiße mit euch. Ich hab's gesehen! Ich dachte aber nicht, dass ich sofort sterbe dadurch mit einmal. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Es ist doch nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Es ist einfach nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Es ist einfach nicht mehr normal. Wie kann man so viel Pech haben? Hallo! Wie kann ich denn jetzt wieder auf die normale Munition wechseln? Alter, was ist hier los, Mann? Was zum Fick ist hier los, Alter? Bruder! Verdammte Scheiße nochmal! Was ist hier los, Mann? Das gibt's doch nicht plötzlich, ey! Wo sind die ganzen Leute von mir? Boah. Mach auf hier! Was ist hier los, ey? Junge, ich werd hier komplett in die Enge gedrängt. Wie so eine kleine Scheißratte, ey. Stirb! Stirb! Gleich kommen meine Leute wieder, ey. Die kommen gleich wieder. Ja, ich bin schon wieder fast tot. Alles klar, das war's mit der Heilung. Die Geschützdinger muss ich wegmachen. Ja, ist okay. Was trifft mich da eigentlich die ganze Zeit? Man weiß nicht genau. Aha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich hier überhaupt raus? Ey! Unterwegs. Ey, Hitmarker ist rot. Rutsch rein! Es ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Es ist Finale. Man merkt's. Stirb! Sehr gut. Ach, hat er den. Oh ja, ja. nimm mit. Okay, wo ist ja. Wo ist das eingeschlagen, die Rakete? Ich dachte, ich hätte eigentlich ganz gut gezielt. Renn. Oh mein Gott, oh mein Gott. Also, du kannst mir doch nicht erzählen, dass die Anziehungskraft bei der Rakete über 200-300 Meter so wirkt, dass sie nicht dort einschlägt, wo ich hinziele, sondern ein bisschen darunter. Das kannst du mir doch nicht, oder? Oder was meint ihr, woran lag es jetzt? Oder hält der einfach so viel aus, der scheiß Geschützturm?
Sotlet hatte wohl recht. Die sind unantastbar. So. Ach so, ich dachte, ja, okay. Du bist drin. Okay, ich hab hinter dir abgesperrt. Das sollte dir etwas Zeit verschaffen. Hey, ich hab die Funkverbindung geknackt. General Ardmore, wir haben hohe feindliche Aktivitäten. Ohne Verstärkung wird es... Wir werden keinen unserer Leute mehr riskieren. John Mercer hat diese Navi-Kinder ausgebildet. Und genau das verfolgt ihn jetzt und lässt ihn büßen. Es gab genug Verluste. Wenn die Truppen in dieser Situation nicht reichen, Rückzug. Jawohl, Mann. Scheint, als ob Harding aufgibt. Wir könnten gewinnen. Ich hätte jetzt, Dadurch haben sie weniger Feuerkraft gegen die Sessoir. Aber pass auf, niemand darf erfahren, dass du so nah beim geschützten Kontrollraum bist. Ich meine, sie hat ja gesagt, ja, unsere Waffen sind machtlos gegen die, aber statt dem Raketenwerfer? Ja, okay, gut, okay. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wo ist sie so? Das war echt knapp jetzt. Oh, Heilung, Heilung, gib mir Heilung, ja. Genau das meine ich gerade. Ey, gerade habe ich es einfach noch angeschaut. Ich wollte da nicht durchschießen, weil ich dachte, das wäre irgendwie so eine Pappwand oder so. Das ist ja nur ein scheiß Hologramm, Alter. Muss ich irgendwas hacken hier oder was? Ne, angezeigt wird glaube ich nichts, oder? Optional. Zerstöre die Computer im Kontrollraum. Achso, okay, das ist optional. Okay. Und die Computer zerstören. Denn so. Verschwinde durch den Wartungsbereich. Oh, Schreckenspferdreiter galoppieren auf das Haupttor zu. Die Sessoir, kannst du sie hereinlassen? Nein, aber du bist ganz nah am Brückenkontrollraum. Schon. Lad schneller nach. Ey, diese Mission ist wieder, man merkt schon, die ist einfach ein bisschen größer aufgezogen, weißt du? Das ist, weiß ich. Man merkt einfach den Unterschied, finde ich. So. Warum die Rätsel jetzt teilweise so easy sind, weiß ich auch nicht genau, ehrlich gesagt. War ein bisschen komisch. Sind das die Kamentierer? Sie greifen die MPAs an.
Ich bin okay. Bin okay. Das war knapp. Die Aranahe kreisen am Himmel. Bis sie zuschlagen. Daylan, kannst du die Türme ausschalten? Die Antenne ist hinter der Brücke. Können wir das Signal blocken? Geh klar. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir irgendwie ein bisschen spektakulärer vorgestellt, wenn die da angreifen, oder? Und nicht mit 5, 6 Pferden darüber, sondern mit 30, 40, 50 Pferden. Aber okay. Zerstöre die Waffen, ja, damit ja, bestätige den Hebel der Antenne. Betätige den Hebel der Antenne, um Taylor die Antenne hier oben drin ist. Man muss irgendwie dem Kabel folgen, sehe ich schon wieder nicht, weil mein Mikrofon. Ne, scannen muss ich auch nicht. Ne? An der Antenne was? Ah, da unten, okay. Ja, komisch. Oh, Alter, mach keinen Scheiß jetzt. Ich find's ja immer noch geil. Ich find's ja immer noch so geil, dass du einfach nicht ranvisieren kannst mit der Knarre, mit dem Menschenknarre. Aber was habe ich in den Kommentaren gelesen als Begründung? Weil, dass ich dumm bin und es nicht checke, dass sie, dass es ja die Waffen sind von den Menschen und die Menschenwaffen sind ja viel kleiner als die, sind ja viel zu klein für die Navi-Hände. Was man ja sieht, wa? Also man sieht ja, also er hält beide Waffen mit beiden Händen, aber die sind super klein. Deswegen kann man nicht ranziehen. Deswegen kann man nicht angesichert. Hammer. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Okay. Ist ja logisch, Mensch. Ich meine, guckt euch das an. Ey, die Waffe ist super klein, ey. Die ist so riesig für ein halbes Bildschirm. Und viel zu klein für die Hände von der Navi, ey. Deswegen kann man nicht anvisieren. Geile Erklärung, Mann. Bruder, danke nochmal fürs Aufklären, ey. Wie man das so mit voller Überzeugung einfach so in die Kommentare schreiben kann, gleichzeitig beleidigen, wa? Ist ja nicht so einfach so, dass seine Erklärung einfach direkt gleichzeitig mit beleidigen, wa? Das ist korrekt auf jeden Fall. Das ist einfach. Das ist so geil, einfach die Leute. Oh Gott, ey. Ohne Gnade sich selber einfach so peinlich machen, ja. Was soll ich dazu sagen noch? Okay, das ist doch die zweite, habe ich doch getroffen, oder? Sehen, was passiert.
Okay. Deaktiviere das Computerterminal für die Luftabwehr. Wo ist das Terminal jetzt wieder? Ah, da hinten. Wie gesagt, komisch, dass hier in der letzten Überbase die Rätsel die leichtesten sind. Das ist so komisch, Bro. Zuerst da ist. Nennst du Fortschritt? Mercer! Okay, jetzt bin ich auf der Jagd hier. Mit Pfeil und Bogen. Das meine ich, genau das meine ich. Klar, währenddessen kriege ich unnormalsten, übertriebsten Megaschaden. Ah! Trotzdem war das noch. Alter, geil, geil, das meine ich. Ey, geil, weggesprungen. Durch das Movement der Snavi. Du Ratte, du Ratte, du. Wieder. Nein, nein, halt dich, ey, ich bin nirgends sicher. Jetzt halt dich hoch. Komm, 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 mach keinen Scheiß jetzt bitte. Oder was, ey? Ihr Ratten, ey, ich komm euch da hoch. Ich komm euch da hoch jetzt. Jetzt geht's immer richtig los hier. Genau, das ist der Sinn. Alles?
du noch hier? Ich würde meine hart erkämpfte Freiheit ja genießen. Hast dich wohl an Metall und Glas gewöhnt. Findest es draußen ätzend. Packst es nicht. Du kommst zu diesen Orten zurück. Zu mir. Das lasse ich nicht zu. Ich werde die Ladung aufhalten. Geh lieber, solange du noch kannst. Ach ja? Harding ist weg. Die Na'vi zerstören deine Basis. Du bist allein. Und du wirst hier verrecken. Dein Drecksmond wird dich verschlingen. Daylan, wo geht er hin? Nach unten, zur Startkammer. Unterwegs! Komm, komm, komm. Jetzt kommt nochmal das Gameplay. Seht ihr das? Das ist halt wirklich ein Punkt, der macht Laune. Ach, halt doch die Schnauze, ey. Billigste Versuche hier, ey. Ich bin bei der Ladung. Sie wird wohl getankt. Was? Daylan, ich höre dich kaum. Die Oh, wenn der aufhört, einmal zu sprinten, Alter, und du einfach dem Scheiß ausgeliefert bist. Komm mal rauf hier, ey. Einfach so ganz komisch verschwindet, ey. Au, au, au. Geh doch drauf jetzt, ey. Scheiße. Junge, macht der mir Schaden, ey, du Ratte, du. Sag mal,
Ich hab dich doch voll im Visier, ey. Komm, komm, komm. Sehr gut. Betankung gescheitert. Sequenz abgebrochen. Wir sind hier tief genug, oder? Die Ladung geht ebenso gut hoch, wo sie jetzt fest ist. Ich kriege dieses Öl. Warum nicht? Was für eine Unmöglichkeit. Ich beende es selbst. Aber das wirst du nicht erleben. Nicht, wenn mein Freund hier mit dir fertig ist. Okay. 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 Den Fass hält der aus, Alter. Heilige Scheiße, Mann. Nein. Ist hier noch ein Raketenwerfer? Rinella! Yes! Oh Gott, weg, 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 weg! Oh. Daylan, hast du Mercer gehört? Er macht sich an der Steuerung zu schaffen und will es auslösen. Was? Wie eine Bombe? Kannst du es stoppen? Nicht von hier. Vielleicht was? Du könntest die Ladung aus dem Kontrollraum heraus anheben. Zurück zur Basis. Oh Mann, ey. Rednella, du musst alle zurückrufen! Die letzten RDA-Leute sind geflohen. Die Clans feiern. Das musst du sehen! Ich kann die Ladung nicht stoppen. Sie wird explodieren. Aber die Zerstörung? Nur diese Basis. Ich bring sie nach oben. Bist du bei einem Ausgang? Ich gehe nicht ohne Daylan. Komm, komm, komm. Los, los, los. Verliert er wieder sein Sprint, ey. Lauf, lauf! Okay. Daylan, die Ladung kommt jetzt hoch. Gut. Sehr gut. Du musst weg. Okay. Flieh. Mercer will die Ladung vor der Explosion nach unten bringen. Ich halt ihn hin. Daylan, nein. Wir verschwinden hier gemeinsam. Schon gut. Ich muss es tun. Ich muss. Ich kann ihn aufhalten. Für uns alle. Daylan! Hättest du nicht erwartet, was? Du steckst voller Überraschungen. Hast viel bei mir gelernt, dich an die Navi anzupassen. Einer von ihnen zu sein. Ich bin Navi. Was ist denn hier los, Alter? Lauf doch mal! Kann nichts mehr machen, ey. So, wie ich es dir beigebracht habe. Muss das so sein? Meine Schande, dass du jetzt versagst. Ach so. Aber mein Programm war ein
Oh, meine Fresse. Scheiße. Du bist der Beweis. Und mit dem Gedanken wirst du sterben. Muss das so sein? Lauf, lauf, lauf. Nur halb so bemüht gewesen wärst, dann wäre das was geworden. Ja, es ist zu Ende, Mercer. Die Bombe ist platziert. Alles wird zerstört. Ja, das ist so eine Zeitverschwendung. Siehst du, Taylor, so sieht Versagen aus. Ja, Sir. Lass es runter. Deine Welt wird untergehen. Taylor, vergiss nicht! Ist das dein Ernst? Willst du wirklich so abtreten mit deinem Kinderlied? Was tust du? Wir sind keine Kinder! Wir sind Na'vi! Das hilft jetzt auch nichts mehr! Ich werde dich aufhalten, Mercer! Pandora wird wieder auferstehen! Und du wirst nur noch Asche sein. Daylan! Daylan, los! Oha! Wo ist sie? Ja! Wir kommen Nein! zurück! Nein! Keine Zeit! Los! Tut mir leid! Oha! Peter, nein! Oha! Nein! Ich hab dich vermisst! Du hast es geschafft! Ich dachte da, schon... Die Ladung! Gleich knallt's! Mercer ist tot! Endlich! Rinella, ich weiß, dass du mich hast. Ihr habt es geschafft. Es ist endlich vorbei. Die RDA ist immer noch da. Wir sind frei. Er ist weg. Mercer kann keinem mehr was tun. Nun kann es weitergehen. Als neue Familie, ja? Ja? Wir müssen unseren eigenen Weg finden. Das ist längst überfällig. Wir müssen alles wieder aufbauen. Und endlich wieder Sarentu sein. Sogar ich. Bin stolz auf dich. Bin dankbar für alles. Alte Narben formen unsere Zukunft nicht. Aber Verbündete sind willkommen. Was auch immer passiert, wir sind bereit. Die Sarentu sind endlich wiedergekehrt. Zusammen mit unseren Geschichten sind wir wieder lebendig. Die Zukunft zu gestalten, liegt bei uns. Gemeinsam.
ihr Fett weg. Heiliger Bimmern, okay, was ein Ende. Unerwartet. Nachdem die Luft immer besser wurde, haben wir so etwas wie Insekten entdeckt. Wir wissen nicht, was genau sie sind, aber sie werden von bestimmten Pflanzen und Pflanzenwesen angezogen. Ich beobachte das. Pandora wird sauberer und stärker. Fühlt sich gut an. Was ein beschissenes Ende, Alter. Unfassbar. Mercer ist so ein schlechter Bösewicht, Alter. Der ist einfach fast gar nicht vorhanden. Taylan oder wie auch immer er es heißt, ist einfach vergessen, was er getan hat. Wir feiern, alles ist cool, alles ist vergessen. Weiter geht's. Gut. Ja, was soll ich dazu sagen, ja? Es ist, ich weiß nicht, ja. Es hat ein paar nette Sachen, wie gesagt, das Gameplay ist eigentlich ganz nice. Die Optik sieht natürlich auch ganz nice aus, aber ja, ey, ich werde bestimmt nochmal ein extra Video machen. Ey, der Anfang war echt cool. Echt cool. Ja, gut. Naja, da hat mir von Ubisoft The Crew dieses Jahr auf jeden Fall besser gefallen. Auch von der Story. Und Assassin's Creed sowieso. Also Assassin's Creed ist auf jeden Fall deutlich besser als das hier. Naja, gut. Ey, mal schauen, wie es da aus wird. Ich weiß nicht. Mal schauen, wie es da aus wird. Also, ja, ey, ja, ich bin gespannt. Ich bin echt, irgendwie habe ich da Hoffnung, irgendwie bin ich aber auch super skeptisch jetzt nach diesem Spiel. Ist schwer einzuschätzen. Gut, ey, vielen Dank trotzdem, dass ihr dabei wart. War ja jetzt nicht unbedingt das erfolgreichste Projekt, weil sehr viele Leute abgesprungen sind, weil es wahrscheinlich auch sehr langweilig ist anscheinend für den einen oder anderen. Aber trotzdem an alle, die am Start sind, geblieben sind. Vielen Dank für eure Unterstützung und ja, Freunde, wir hören uns in anderen Videos. Nächstes Jahr kommen sehr viele geile Kracher aus meiner Sicht und ich freue mich. Ich freue mich auf 2024, 2023, war ein geiles Gaming-Jahr. Dieses Game gehört nicht dazu. Gut, wir hören uns. Haut rein!